Bestimmt kannst du Daniel helfen. Er braucht die Adresse von Roland Hansen. Hast du doch sicherlich im Kopf, oder? Finden Sie das Angebot nicht hoch genug? Man hätte drüber reden können. Aber ich mache mit den Bayernbachs keine Geschäfte. Hat Tom dir heute Nacht was gegeben, oder wie kommt's? Ich wundere mich ja nur, nach dem Streit von gestern. Ach das. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf endlose Diskussionen. Ich lasse in Zukunft nur noch alles auf mich zukommen. Also, wenn er sich bei mir blicken lässt, dann werde ich ihm sagen, dass es hier noch jemanden gibt, der ihn sprechen möchte. Dieses Schwein soll sich nie wieder bei Gabriela melden. Der Typ ist ein Arschloch. Nun mal halblang, mein Junge. Wie kommst du dazu, so über Roland zu reden? Ich sag nur, was Sache ist. Und was ist Sache? Der Typ hat... Los, sprich dich aus. Ja, Daniel dachte, Roland hätte mich ausgenutzt. Das war ein Missverständnis, nicht wahr? Aha. Hast du dich gestritten mit ihm? Nee, aber... Raus mit der Sprache. Ich... Besser, ich geh. Kannst du mir sagen, was das gerade sollte? So eine Scheiße! Ich müsste schon längst in der Klinik sein. Hast du den Wecker nicht gehört? Ich schon. Wenn du ihn gehört hast, warum hast du mich da nicht geweckt? Bin ich jetzt schuld, dass du verschlafen hast, oder wie? Ja, allerdings. Du weißt doch, dass ich Nachtschicht habe. Lass dich deinen Schichtplan auswendig. Du bist nicht dein Kindermädchen. Oliver, zum Spaß habe ich mir den Wecker bestimmt nicht gestellt. Was weiß ich? Sexy Doktor! Oh, jetzt fehlt noch der passende Groove, was? Kindergarten. Kein Interesse. Ich würde gern mit Frau Jones persönlich sprechen. Nicht. Aha. Ja, danke. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Wiederhören. Daylight Pictures hat unser Gebot abgelehnt? Ja. Ohne weitere Begründung. Dabei ist diese Frau Chen gestern so interessiert am Telefon gewesen. Vielleicht sollten wir nachbessern. Zum zweiten Mal. Ja. Es hat nichts mit unserem Betrag zu tun. Naja. Wenn die nicht wollen, ist zwar schade, aber davon geht die Welt nicht unter. Dann suchen wir uns eben andere Studios. Ich wollte nur sagen, dass ich Alexa nach Hause bringe. In Ordnung. Wiedersehen und gute Nacht. Ach, Herr Felix, wir zeigen morgen einen Industriefilm bei Beimbach Allmedia, wenn du Lust hast. Geht leider nicht. Ich habe Schicht morgen. Ich dachte, dein Zivildienst wäre jetzt zu Ende. Nächste Woche. Na, wird auch Zeit. Damit du endlich dein Praktikum anfängst. Ja. Also, wir fahren. Du wolltest ihnen nichts von dem Termin morgen erzählen, stimmt's? Mein Vater hat doch sicher was dagegen, ist doch ganz klar. Außerdem weiß ich doch gar nicht, was diese Frau Jones von mir will. Hoffentlich haben wir nicht doch was im Studio kaputt gemacht. Ach, Quatsch! Naja, und was, wenn schon? Denkt doch eh, dass ich Felix Müller heiße. Aber zeig ihr dein Tanzvideo, ja? Dann sieht sie gleich, dass du Talent hast. Ist dir eigentlich klar, was du da gerade für eine Show abgezogen hast? Das wollte ich nicht. Was hast du dir dabei gedacht? Ich konnte es einfach nicht mehr hören, diese Lobreden auf Roland, das Schwein hat... Ach, und das gibt dir das Recht, ja? Du hast mir versprochen, niemandem was davon zu erzählen. Ich weiß. Und was ist, wenn alles rauskommt? Arno ist auf jeden Fall misstrauisch geworden.
Ich hab doch nichts gesagt, außer... Ach, Daniel, der ist doch kein Idiot, mein Gott! Der macht sich doch auch seine Gedanken. Nach dem, was du gesagt hast. Wenn das alles rauskommt, das halte ich nicht aus. Verstehst du? Verstehst du das? Ich will einfach alles vergessen. Ich biete das wieder hin, ganz bestimmt. Ach, und wie? Hätte ich dir bloß nie was erzählt. Du weißt doch sowieso nicht, wie ich mich fühle. Mann, ich dreh einfach durch, wenn ich daran denke, dass sich dieses Schwein angefasst hat. Es tut mir leid. Ich will dir wirklich helfen, das ist alles. Dann überleg dir was. Denn so hilfst du mir nicht weiter. Jetzt zieh dir das bereit. Was ist los? Das wollte ich eigentlich noch wegbringen, aber ich habe keine Zeit. Kannst du das übernehmen für mich? Wenn es unbedingt sein muss. Oh, bitte, ich komme eh schon zu spät. Logisch, ich habe ja Zeit. Ich danke dir. Altpapier wegbringen ist nämlich mein Hobby. Oh Mann, vergiss es, dann mache ich es halt morgen. Nee, kümmer du dich mal lieber um deine Patienten. Der Vorschlag zu Peter, okay? Wir machen später was zusammen. Oh, mal sehen. Können wir ja morgen noch besprechen. Ja, okay, bis später. Tschüss. Echt? Lass. Bloß weil ich mein Studium geschmissen habe, meinte der kann mich hier rumkommandieren. Ich dachte eigentlich, was ich den ganzen Tag mache, und stricken. Was machst du? Das kann dir doch egal sein. Nach Jobsuche sieht's jedenfalls nicht aus. Wozu denn auch? Ich habe doch lange genug studiert, da kann ich mir hier meine kreative Pause gönnen. Orientierungsphase nennt man sowas. Und außerdem habe ich noch den Job bei meiner Tante. Ist ja gut. Ich würde es auch genauso machen, Olli. Eben. Außerdem reicht doch schon, wenn Tom für zwei arbeitet. Aber bitte, wer Arbeit will, soll Arbeit haben. Wie ist das Geschäft? Gibt es irgendwelche Angebote, die interessant sind? Da ist noch das Angebot von Grossmann TV. André Grossmann? Mhm. Ausgerechnet der. Gut, wenn er genug bietet, machen Sie mal einen Termin für heute. Und was ist mit Allmedia? Herr von Beinbach hat gesagt. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass wir mit dieser Firma keine Geschäfte machen werden. Wieso? Die haben uns aber mit Abstand das beste Angebot gemacht. Manchmal ist Geld nicht alles. Wenn ich gewusst hätte, dass Allmedia von Hamburg nach Düsseldorf verlegt wurde, ich wäre bestimmt nicht hier. Egal, machen Sie einfach den Termin mit Grossmann, ja? Okay, ab 11.30 Uhr. Wollen Sie in ein bestimmtes Restaurant? Ich denke, für diesen Gourmet ist das Hotelrestaurant bestimmt gut genug. Legen Sie den Lunch besser auf 12 Uhr. Mir fällt gerade ein, dieser junge Mann, dieser Felix Müller. Er wollte mich ja vorher noch besuchen. Oh, der Starregisseur, der so fasziniert von den Kameras war. Genau. Was erhoffen Sie sich denn von dem Gespräch? Abwarten. Der Junge hat Visionen. Und so ein Feuer in den Augen, wenn er von seinen Träumen spricht. Hallo, Sarah. Tom, Tom, Tom. Na, meiner kleinen Prinzessin scheint es ihr wieder bestens zu gehen. Hi. Und? Was hörst du denn da? Märchen. Gefallen dir die nicht? Ja. Kannst du mir das vorlesen? Ein andermal, okay? Bitte. Oh, Sarah, das geht heute wirklich nicht. Ich muss noch weg. Ich hab mir schon gedacht, dass Sie da sind, Herr Doktor. Ein Herr Sabel ist dran. Danke. Hi, Olli. Und dir geht's gut, mein Schatz? Das war klasse. Wann? Prima. Bis dann. Ciao. Weißt du, was das heißt? Ich könnte dir noch eine kleine Geschichte vorlesen. Hast du Lust? Oh ja! Daniel, möchten Sie zu Gabriella oder möchten Sie zu meinem Mann?
Ja, erstmal zu Arno. Bitte. Was war denn los gestern Abend? Ach so, ja, das, Arno? Daniel möchte dich sprechen. Hallo. Na? Ja, ich wollte wegen, also... Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Ich wollte mich bei dir entschuldigen wegen gestern Abend. Ich habe mich ziemlich daneben benommen. Das kann man wohl sagen. Ja, es ist einfach so rausgerutscht. Was um Himmels Willen hat Roland dir getan? Eigentlich nichts. Ich bin bloß... Ich bin irgendwie eifersüchtig auf ihn. Komisch, oder? Etwas schon. Roland ist verheiratet. Glücklich, nehme ich an. Hat zwei Kinder. Ja, außerdem ist es mit Gabriela und mir auch schon lange vorbei und wir sind eigentlich ganz gute Freunde geworden. War das der Grund für den Streit neulich? Ja. Ja, Gabriela war ziemlich sauer, weil ich mich immer so daneben benehme. Wundert mich nicht. Aber in Zukunft werde ich mich zusammenreißen. Irgendwie wird es schon gehen. Schön. Dann ist ja jetzt alles geklärt. Und? Was halten Sie davon? Ja, für einen Amateur nicht schlecht. Aber wenn Sie bitte hier noch unterschreiben könnten. Gute Arbeit, Herr Müller. Naja, ich... Es imponiert mir, mit welcher Leidenschaft und mit wie viel Selbstvertrauen Sie an Ihren großen Traum herangehen. Und da ich der Meinung bin, dass man junge Leute wie Sie unterstützen sollte... Meinen Sie? Also was halten Sie davon, ein paar Profis über die Schulter zu gucken? Das wäre super. In Los Angeles. Für 3-4 Wochen. Ich habe nämlich auch Studios in L.A. und... Im Ernst? L.A.? Aber warum gerade ich? Ich meine, ich bin doch nur ein... Naja, vielleicht ein vielversprechendes Talent, wer weiß. Also, mein Angebot steht. Und? Was sagen Sie? Ja, natürlich, das wäre... Das wäre grandios. Gut. Abgemacht. Ich brauche jetzt nur noch ein paar Infos von Ihnen. Lebenslauf, das Übliche. Damit unser Personalchef Sie auch gezielt einplanen kann. Geben Sie es einfach in den nächsten Tagen bei meiner Assistentin ab, okay? In den nächsten Tagen. Hm. Ja. Halleluja, sehen wir gut aus. Das weiß ich aber auch ohne Spiegel. Übrigens, ich glaube, ich war gestern irgendwie ziemlich blöde drauf. Habe ich verdient, schätze ich. Bei dem Stress, den ich verbreite. Naja, solange du wenigstens ab und zu noch an was anderes denken kannst. Oh, hallo, Dr. Seifert. Beim Stadtbummel? Ja, endlich mal wieder. Schwester Johanna, Oliver Sabel. Tag, Schwester. Sarah scheint ja wieder voll auf dem Damm zu sein. Wenn ich überlege, wie verschüchtert sie war, als sie bei uns auf der Station eingeliefert wurde. Ja, sie ist kaum noch wiederzuerkennen. Schade nur, dass sie wieder zurück ins Heim muss. Sarahs Vollweise. Habe ich dir erzählt, oder? Kann sein. Vielleicht wissen Sie es ja noch gar nicht, aber wahrscheinlich verlässt sie uns schon heute Nachmittag. Heute schon? Dann sagen Sie mir bitte Bescheid, ja? Ich möchte Sie auf jeden Fall noch verabschieden. Das habe ich mir schon gedacht. Ich melde mich bestimmt. Schönen Tag noch. Ebenso. Ja, ja, ein Arzt ist immer im Dienst. Aber jetzt lass uns weiter einkaufen gehen, komm. Auch Olli, ich wollte Sarah noch ein Abschiedsgeschenk kaufen. Da vorne war doch ein Spielwarenladen, oder? Du willst jetzt doch nicht ernsthaft mit mir Puppen kaufen gehen. Na dann viel Spaß noch. Na? Geht's dir jetzt besser? Nachdem du mit der Wahrheit herausgerückt bist? Ja. Ich bin froh, dass das sich geklärt hat jetzt. Da ist ja unsere Langschläferin. Hi, Gabriela. Hi, was machst du hier? Ich habe mich bei Arno entschuldigt.
Ja, wir wissen, weshalb er euch gestritten hat. Ja, dass ich eifersüchtig auf Roland war und dich damit ständig genervt habe. Ja, ja, das war blöd. Ja, ich weiß. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir was unternehmen? Oh, gern. Ja, dann tschüss. Ja, tschüss und danke. Tschüss. Was merkwürdiger Auftritt. Ja. Eifersucht? Und wenn, den dazugehörigen Mord jedenfalls, haben wir fürs Erste verhindert. Daniela, kannst du mir die Lyrics nochmal ausdrucken? Ich habe meine verbaselt. Sekunde, ja, wenn ich rankomme. Schreibst du einen Roman? Ich dachte, das wird eine Bewerbung. Kurz und knapp muss sowas sein. Das sagt sich so leicht. Versuch's mal mit der Wahrheit, das ist am einfachsten. Wenn die Jones liest, dass ich gar nicht Müller heiße, hat sich das Ganze sowieso schon erledigt. Quatsch, so schlimm ist das nicht. Im Filmgeschäft hat doch jeder einen Künstlernamen. Du musst es nur richtig verkaufen. Künstlername Müller. Ist ja eigentlich Gatt oder Bikram? Ich verwechsel das immer. Gatt, sonst wärst du im Videopreis geworden. Wieso schreibst du das überhaupt auf Englisch? Ich denke, Frau Jones ist Deutsche. Ja, aber die Studios sind in L.A. und der Personalchef ist bestimmt Amerikaner. Was ist mit deinem Praktikum bei Papa? Ich weiß ja noch gar nicht, wann das losgehen soll. Ich mache erstmal das Praktikum und gehe dann rüber. Bist du fertig? Ja. Vielleicht klappt es ja in den großen Ferien. Da kannst du doch mitkommen. Mhm. Ach, da wird er sogar Franziska von Neid erblassen. Ich lach mich gleich tot. Sag mal, was ich immer schon mal wissen wollte. Du und Tom, ne? Wenn ihr was anprobieren geht, geht ihr dann in die gleiche Kabine? Ich meine, Franz und Alexa machen das ja auch. Oh Mensch, Andi, du solltest als Komiker auftreten, wird bestimmt ein Riesenhit. War wohl nicht so toll, euer Stadtbummel. Überhaupt, wo ist denn der Doc? Der kann mir gestohlen bleiben. Sag mal, Oliver, was ist mit dir los? Wieso hast du von so rumgezickt? Das weißt du natürlich nicht. Nee, das weiß ich allerdings nicht. Ich hab dir gesagt, dass ich keinen Bock darauf habe. Das ist immer nur, weil ich ein paar Geschenke kaufen wollte. Wo ist denn dein Problem? Tom, das steht direkt neben mir. Du verbringst sowieso schon deine ganze Zeit in dieser beschissenen Klinik. Und jetzt kaufst du noch für deine Patienten ein. Moment mal. Das ist eine Patientin. Und falls du es vergessen hast, sie ist noch ein Kind. Toll, und was ändert das? Sie ist deine Patientin. Ich dachte, wir gehen mal schön shoppen, ohne dass du gleich fürs halbe Krankenhaus Geschenke besorgst. Oh, Olli, jetzt mach mal halblang. Wir hatten doch jede Menge Spaß. Naja, bis du plötzlich rumgezickt hast. Vergiss es einfach. Ja, das macht doch nichts. Fritsche. Sag mal, kann es vielleicht sein, dass du eifersüchtig bist auf meinen Job? Genau das ist es. Mhm. Das glaube ich langsam auch. Ja, danke, danke. Du ärgerst dich über mich. Und weißt du auch warum? Weil du selber nichts zu tun hast. Tom, für dich das Krankenhaus. Seifert. Hallo, Schwester Johanna. Doch heute. Ja klar, ich mach mich gleich auf den Weg. Aha, vielen Dank. Tschüss. Brauchst nichts zu sagen, ein dringender Notfall. Ist schon klar. Naja, Hauptsache, das passiert nicht nochmal. Versprichst du mir das? Bitte. Ja, ich kann Arno sowieso nicht nochmal so anlügen. Er ist ein viel zu guter Freund von mir. Trotzdem. Aber die beiden sind doch auch für dich sowas wie eine Familie. Warum vertraust du ihnen nicht? Die können dir bestimmt helfen. Fängst du jetzt schon wieder damit an? Warum tust du die ganze Zeit so, als wenn du irgendwas verbrochen hättest? Dieser Mistkerl ist der Verbrecher. Das ist meine Sache, okay? Es ist mir passiert und nicht dir. Also ist es auch meine Entscheidung, was ich wann sage oder mache. Hast du mich verstanden? Ja. Gut, dann kein Wort mehr darüber.
Right. Pardon? I've never heard of that. No. Hang on, please. Was gibt's denn? Ich hab zu tun. Frau Jones wollte, dass ich meine Bewerbung hier abgebe. Okay, ich geb's ihr nachher. Okay, as I said before, sorry. Was möchten Sie denn noch, Herr Müller? Könnte ich bitte persönlich mit Frau Jones sprechen? Ich muss ihr etwas Dringendes mitteilen. Nein, sie ist leider nicht da, aber ich gebe ihr die Sachen später. Sie können sich auf mich verlassen und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ja? Okay. No, I don't think that's a good idea. I would suggest that you talk to Mrs. Jones personally. Na? Komm schon, Sarah. Unten wartet Frau Waldner. Die ist ganz traurig, wenn sie so lange auf dich warten muss. Ich will nicht zurück ins Heim. Boah, das sind doch die ganzen anderen Kinder, mit denen du spielen kannst. Die sind blöde. Willst du denn hier im Krankenhaus bleiben? Nein, ich will zu dir. Oh, Süße, das geht aber nicht. Und außerdem ist doch viel schöner zusammen mit den anderen Kindern, ne? Sie haben sich so lieb um das Mädchen gekümmert. Kein Wunder, dass sie bei Ihnen bleiben will. Sarah, ich bin so froh, dass du wieder gesund bist. Und ich besuche dich auch. Ganz bestimmt. Bitte. Oh, hallo, ihr beiden. Habt ihr schon gegessen? Nee, ist noch was da? Ja, Christiane hat den Rest warm gestellt. Danke, ich habe echt Hunger. Herr von Weinbach, Ihr Schneider hat gerade angerufen. Er kommt wie verabredet. Ach, prima. Danke, Christiane. Eigentlich könnte er bei dir auch mal Maß nehmen. In unserem Business zählt ordentliche Garderobe mehr, als du denkst. Ja, jetzt esst erst mal. Ja, und ich werde unseren Anwalt anrufen. Dieser Bildergestalt kriegt nichts. Ordentliche Garderobe, wenn ich das schon höre. Das sind doch bloß 3 Monate. Ja, 3 Monate im Maßanzug. Echt grausam. Hast du dir selber eingebrummt? Aber jetzt erzähl mir doch mal, was hat die Jones zu deiner Bewerbung gesagt? Nichts. Sie war gar nicht da. Ihre Assistentin hat die Sachen genommen und mich dann glatt abserviert. Das ist ärgerlich. Jetzt liest die Jones das, merkt, dass ich sie belogen habe und ich kann es noch nicht mehr erklären. Aber es ist doch egal, ob du jetzt Müller, Meier oder von Beinbach heißt. Die findet dich gut. Ja, fragt sich nur, wie lange noch. Wie war das Gespräch mit Grossmann? Ach, genauso unangenehm, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Mann hat Vorstellungen. Also wird nichts aus dem Verkauf. Ach, mal sehen. Das Angebot ist ja akzeptabel. Und je eher der Deal hier abgewickelt ist, desto besser. Ich mag das Wetter in L.A. auch lieber. Ach, den hat der Müller vorhin abgegeben. Ach, das ging ja fix. Mhm. Nein. Das gibt's nicht. Dieser Junge. Felix ist mein Sohn.